einen sangen, die anderen taten nur so. Vorweihnachtliche Stimmung im Café der Wiener Staatsoper. Bariton Clemens Unterreiner präsentierte seine Weihnachts-CD. Für mich war also Weihnachten ein Fest, ja, auch um Hoffnung zu bekommen. Also ich bin ja mit 5 Jahren erblindet und war dann für ein knappes Jahr in Dunkelheit. Also für ihn persönlich war das Gott sei Dank nicht so tragisch. Und wir haben dann begonnen, ihm klassische Musik vorzuspielen. Was sagt es denn über Clemens aus, dass er Gedichte auf sein Debütalbum gepackt hat? Clemens spricht sehr gerne und deshalb war das, glaube ich, nur eine ganz logische Konsequenz. Weihnachtsgeläute im nächtigen Wind, wer weiß, wo heute die Glocken sind. Ich habe ganz spät gelernt, mich mit Literatur und Lesen auseinanderzusetzen und daher macht mir das wahnsinnige Freude, eben jetzt nicht nur zu singen, sondern eben auch zu lesen.